Hallo, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch meinen Trick. Mich haben nämlich ganz viele Leute bereits darauf angesprochen, speziell nach den Videos, wo ich meinen Trick her habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, von welchem Trick eben die meisten gesprochen haben. Ich habe beide schon für Videos verwendet. Hier dieser ist mein Prototyp gewesen und dieser eben das etwas ausgefeiltere Modell. Sie sind Marke Eigenbau, also nicht käuflich, zumindest nicht bei mir. Was ist überhaupt ein Chick? Also die, die gefragt haben, die wissen das natürlich eh. Für alle anderen, es ist im Endeffekt sozusagen eine Knüpfhilfe beim Paracorden. Also um dir zum Beispiel einfach, wenn du Hundehalsbänder machst, das Ganze zu stabilisieren. Ja, ich bekomme das leider nicht ganz so gut in meine Kameraeinstellung rein. Ich werde euch jetzt beide eben ganz kurz eben mal zeigen. Ich beginne eben mit diesem hier. Dieser eben war, wie gesagt, mein Prototyp. Hier, in dem Fall bei mir ist es eben die Verlängerung. So in dieser Art oder ja, so ähnlich zumindest sehen eigentlich die meisten Chicks aus, die ihr eben zum Beispiel im Internet findet oder auch auf YouTube findet, findet eben ganz viele Bauanleitungen. Also die meisten sind eben selbst gemacht. Ja, dieses Teil wird eben dann meistens eben zwischen die Beine geklemmt und ja, mir persönlich war das eben etwas zu unpraktisch, unhandlich und deswegen habe ich mir eben diese beiden Varianten designt. Ja, eben ich habe sie designt, mein Mann hat das Ganze ausgeführt, netterweise. Hier in dem Fall ist das eben eine Verlängerung. Also wenn ich eben zum Beispiel ganz lange Hundehalsbänder arbeiten möchte, dann kann ich mir hier das anklemmen. Dieses Teil hier ist der sogenannte Schlitten. Also das ist eben beweglich, damit du das eben auf deine gewünschte Länge eben einstellen kannst. Also gerade wenn du Hundehalsbänder nach Maß arbeitest, dann stellst du dir das Ganze so ein, wie du das eben benötigst und fixierst dann das Ganze. Also das ist im Endeffekt hübsch ähnlich wie die meisten Bauanleitungen, die ihr im Internet findet, nur auf eine Kiste hinaufgearbeitet. Also diese hier ist eine gekaufte Kiste. Die Kiste finde ich insofern auch sehr praktisch, weil man einiges an Paracord-Zubehör dort drinnen verstauen kann. Beziehungsweise, wenn man jetzt auf Urlaub fährt oder auch sonst viel unterwegs ist, kann man sich einfach ein aktuelles Projekt mitnehmen und hat das Ganze eben hier drin gut verstaut. Ja, hier habe ich eben allen möglichen Krimskrams, den ich eben benötige fürs Paracorden, egal ob jetzt Armbänder oder Leinen oder sonstiges, also von Perlen über Schnallen über Schlüsselanhänger und so weiter und so fort. Hier, das Ganze ist eben so hoch, dass ich mir das Ganze meistens eben auf mein Sofa stelle, wenn ich eben knüpfe und hier drunter auch mit meinen Oberschenkel sozusagen durchgehen kann und dann wirklich eigentlich ziemlich gemütlich da dran sitzen kann. Und das Ganze eben, vor allem weil es gut gefüllt ist, hat bei mir auch ein gutes Gewicht. Also hier verrutscht eigentlich auch nichts. Und ja, wie gesagt, ich finde es sehr angenehm, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Lediglich beim Videodrehen ist es manchmal etwas unpraktisch oder unhandlich. Gut, also so viel zu diesem hier. Mein Prototyp, hier jetzt noch kurz das ausgefeiltere Modell, ist im Endeffekt auch wie eine Kiste. Diese Kiste ist aber eben selbst gemacht von meinem Mann. Und hier habe ich keine Verlängerung wie eben beim anderen, sondern mir dient dieser Deckel hier als Verlängerung. Das Ganze ist eben so aufgebaut, dass ich das Ganze hier mit diesen Stellrädern fixieren kann, also auch aufschrauben kann. Dann ziehe ich mir diesen Deckel heraus und kann das eben doppelt so lang sozusagen machen, ja?
Auch hier ist auch ein Schlitten drauf. Diesen Schlitten kann man eben auch drehen, je nachdem, welchen Verschluss ich gerade benötige. Hier habe ich mir eben die gängigsten Verschlüsse, die ich verwende, eben montiert. Und auch noch so einen Haken, damit ich was einhängen kann, habe ich mir hier montiert. Zum Beispiel eben, wenn ich Leinen mache oder Schlüsselanhänger, dann kann ich das hier befestigen. Ja, also ich drehe dann einfach hier auf der Seite diese Stellschrauben zu. Auch den kann man natürlich noch fixieren, diesen Schlitten. Und dann bewegt sich hier eben nichts mehr. Also du hast auch die gewünschte Länge. Ja, diese Schlitze hier sind mit einer Oberfräse hineingearbeitet. Auch auf der Seite sind solche Schlitze. So, jetzt habe ich das zugeschraubt. Also auch hier, sodass ich eben diesen Deckel gut hier hineinschieben und wieder herausschieben kann. Ja, also dieses Modell ist eben das, mit dem ich jetzt hauptsächlich arbeite und ich finde es extrem praktisch und ich liebe es. Ja. Gut, hier oben sind eben auch meine Schnallen befestigt, eben die, die ich am meisten verwende. So würde das Ganze dann aussehen, wenn ich das Ganze eben fixiere und eben hier dann arbeiten möchte. Dann habe ich eben noch so einen Haken, wo ich eben ganz gerne meine Leinen einhänge zum Knüpfen. Den habe ich mir hier oben befestigt. Und dann habe ich eben noch solche Klammern. Sehr praktisch beim Leinenmachen, weil man eben mehrere Cords jeweils in der Hand hat. Und wenn man eine Pause machen möchte, dann ist es ganz gut, wenn man sich eben die Cords mit so einer Klammer eben befestigt, damit man dann weiß, wo man gerade ist und weiterknüpfen muss. Ja, auch hier drinnen habe ich lauter Krimskrams, den ich eben für meine Paracord-Arbeiten benötige. Also zum Beispiel hier meine Nadeln zum Vernähen vom Paracord. Ja, von Stanzen, Buchschrauben. Ja, ein Fahrradhandschuh ist teilweise sehr praktisch bei gewissen Knüpfereien, weil ja, manchmal das schon ganz gut zum Wehtun anfängt sozusagen. Und ja, wenn man so eine Mimose ist wie ich, dann ist das ganz praktisch, wenn man eben so einen Fahrradhandschuh anzieht. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also fühlt euch inspiriert, so etwas nachzuarbeiten. Ich werde euch das Ganze jetzt noch kurz ausmessen. Also hier die Kiste ist ja, 40 cm in der Länge. In der Breite ist das Ganze 25 und hier in der Höhe ist das Ganze 17 cm. Kannst du natürlich andere Maße individuell an deine Vorlieben sozusagen anpassen. Für mich haben sich die als ganz optimal irgendwie herausgestellt. Hier unten habe ich mir noch ein Band geknüpft sozusagen, um eben das Ganze wie einen Griff zu verwenden und das Ganze eben herumtragen zu können. Ja, die Materialkosten an sich sind jetzt nicht ganz so hoch. Also sind einfach ein paar Holzstücke, die man sich eben auf die gewünschte Größe zuschneiden lässt. Das kostet jetzt überhaupt nicht die Welt. Ansonsten sind hier eben solche Laschen und ein paar Schrauben. Also ich würde mal sagen, du bist auf jeden Fall mit 20 Euro oder unter 20 Euro sogar. Ja, natürlich ist es ein etwas zeitlicher bzw. handwerklicher Aufwand. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal und empfehlt mich euren Freunden weiter. Wer möchte, kann gerne seine fertigen Werke in unserer Facebook-Gruppe zeigen. Die heißt Nele C., Wollige und andere Kreativlinge.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss, eure Nele.